Guten Tag, meine Damen und Herren. Laut der Seite WinDoG gab es vor einigen Tagen einen großen Hackangriff auf einen der größten privaten Cheater-Service-Anbieter überhaupt. Und bei diesem Angriff wurden ganz viele User-Daten geleakt. Die User haben Malware auf ihre PCs bekommen und noch einige andere, für uns, sage ich mal, gute oder tolle Dinge sind passiert. Die Seite WinDoG habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, um eben News an euch ranzubringen. Die Infos sind, wie gesagt, von deren Seite und von jemandem, der auf Reddit geschrieben hat. Da es auf Reddit verboten ist, irgendwelche Namen zu schreiben, war es natürlich am Anfang ein bisschen komisch, ne, weil man sich halt gefragt hat, um welchen Service handelt es sich denn. Sansa hat selbst ein bisschen nachgeschaut und festgestellt, dass es scheinbar GameSense, also Skeet, betrifft. Die hießen nämlich bis vor diesem Angriff noch GameSense.pw, also die Seite, und jetzt sind sie auf GameSense.su gewechselt. Und in diesem Bericht, den ich euch jetzt gleich vortragen werde, steht eben auch, dass sie das alles wechseln mussten, wegen diesem harten Angriff. Also auf WinDoG fassen sie eben die ganze Sache nochmal kurz zusammen und sagen halt, dass einer der größten oder ein populärer Cheat-Service-Anbieter genudelt wurde und eben viele User ihre Daten nicht verloren haben, aber diese Daten eben geleakt wurden. Dann schreiben sie noch, dass es um diese Skeet-CC-Geschichte geht, und ein Stück weiter unten schreiben sie auch, dass es eben früher GameSense PW war oder bis davor eben GameSense PW war und die Domain jetzt aber seit einigen Tagen heruntergefahren bzw. geschlossen ist oder wurde. Was genau geleakt wurde, ist hier auf WinDoG nicht so schön geschrieben wie auf Reddit, deswegen switche ich gleich rüber. Und zwar schreiben sie hier, dass erstens die ganze SQL-Database geleakt wurde, dass das Forum und dessen Source Code und die Plugins geleakt wurden, dass die Admin-Logs geleakt wurden, die User-Logs geleakt wurden, dann ein Discord-Bot, also die Discord-Logs geleakt wurden, und dass auch Daten von den User-PCs durch die Malware, die injected wurde, also durch den Virus, eben auch Daten geklaut wurden bei den Usern, die die Cheats benutzt haben und sich damit eben den Virus runtergeladen haben. Also eben nicht nur Standardsachen, auf die man dann abzielt, wie Login-Daten von den Leuten, sondern eben auch persönliche Daten, die dann gesnackt wurden. Und zu guter Letzt eben den Cheat-GUI-Source-Code. Und das ist natürlich, da switche ich wieder zurück auf WinDoG, nicht schlecht, weil man dann eben als Anti-Cheat-Entwickler natürlich ganz genau gucken kann, wie läuft der Hase bei diesem Cheat, ne? Und wie kann ich meinen Anti-Cheat weiterentwickeln bzw. umschreiben, oder was kann ich hinzufügen, dass ich dann diese Art von Cheat und vielleicht auch alles, was darauf aufbaut, nicht mehr durchlasse. Natürlich darf man nicht vergessen, dass bei der ganzen Geschichte auch das Gegenteil eintreten kann und man praktisch auf diesem geleakten Source Code neue Cheats oder verbesserte Cheats entwickelt, die dann wiederum nicht so leicht zu detekten sind. Da muss man halt gucken, was die Zeit so hergibt in Zukunft. Ach so, und zu guter Letzt wurden auch alle Daten des Besitzers der Seite geleakt, auch private Daten. Kurzer Meinungseinwurf, bisschen krass. Also private Daten finde ich generell immer ein bisschen krass. Klar, es ist in Ordnung, wenn die Seite verlieren und die Logins dazu und hin und her. Aber wenn man halt dann die Klarnamen und die Adressen postet irgendwo, weiß ich jetzt nicht. Das finde ich generell, also das ist irgendwie, mir wird es vollkommen reichen, wenn halt Login-Daten oder ähnliches gesnackt werden, dass da erstmal eine gewisse Problematik besteht, das schnell wieder auf die Beine zu stellen. Was ja aber trotzdem nach ein paar Tagen oder sofort wieder war. Ich weiß nicht, wie lange die down waren, beziehungsweise wie lange sie gebraucht haben, um auf die neue Domain zu wechseln. Nicht lange eigentlich, weil sowas ist kein großer Schritt. Aber ja, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was sie für Backups hatten, und vor allem weiß ich auch nicht, was sie jetzt halt machen mit ihrem Cheat an sich. Der muss ja jetzt irgendwie, da müssen sie jetzt ja anders ran. Zumal die ganze Geschichte ja, und das ist für uns Nicht-Cheater eine wahrscheinlich schöne Sache, das ist halt auch ein finanzieller Schaden, ne? Wenn dein Produkt plötzlich geleakt ist und du es nicht mehr verkaufen kannst, dann musst du natürlich gucken, was du machst, ne? Umschreiben, neuen machen, lirum larum. Nun ja, soweit dazu. Ich habe hier auf Reddit noch was recht Passendes gesehen, weil wir nämlich gerade darüber gescherzt haben, fand ich es ultra lustig. Und zwar schreibt da jemand, CSGO Fairplay Guidelines was Declaration of War. Das war schon echt passend, weil wir uns das halt auch so, ne, scherzhaft gesagt haben, haha, jetzt wo die das hier anzeigen, jedes Mal, wenn du reinsuchst, machen sie bestimmt was Krasses. Also das will ich jetzt zwar nicht behaupten, dass jetzt irgendwie hinter diesem ganzen Hack sogar Valve selbst steht, aber wir haben mal so rumgescherzt und siehe da, bumm, schon passiert was. Als Schlusswort nochmal der kurze Disclaimer, dass die ganzen Informationen von WinDoG und von Reddit sind und ich die von Sansa erhalten habe. Wir haben selbst beide nur nachgeschaut, wie das mit diesem Domainwechsel ist. Der hat stattgefunden, und sonst sind die Daten, wie gesagt, von diesen beiden Seiten. Damit bedanke ich mich hier wie immer fürs Zusehen. Im Hintergrund lief einfach irgendein Arms Race, so wie die ganze Zeit schon. Ich mache das einfach so weiter. Euch scheint es ja ganz gut zu gefallen, wenn ich die Sachen so verpacke, wie ich es mache.
Vielen Dank für alles. Haut da rein. Und die Kanalmitglieder und Patreons hauen natürlich auch ordentlich rein. Das ist klar, ne?